Also, spulen wir drum. So wie ein Schlogo. Neiner. Neiner. Groß. Na, Herz. Herz, Neiner. Ging es? Na, Herr Schmidt, das schau ich mir an. Jetzt wird's historisch. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match. Heid in der Freizeit. Geschichtsträchtige Brauereien. Samt Biergarten. Die so schön und alt sind, dass man's gleich unter Denkmalschutz gestellt hat. Herr Dr. Gattinger, nur einmal so gefragt, also Biergarten und Denkmal, das geht schon zusammen? Das passt sehr gut zusammen, ist auch geregelt im Bayerischen Denkmalschutzgesetz. Erstens einmal muss eine von Menschenhand geschaffene Sache sein. Und dann muss eines von vier Kriterien erfüllt sein. Das wäre entweder die geschichtliche Bedeutung, eine architekturhistorisch-künstlerische Bedeutung, eine städtebauliche Bedeutung oder eine volkskundliche Bedeutung. Wenn's einer weiß, dann Dr. Karl Gattinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Er hat mir im Winter schon einmal Bayerns lebendige Brauereien unter Denkmalschutz gezeigt. Diesen Teil finden Sie übrigens bei uns in der BR-Mediathek. Und weil das damals mit dem Gattinger, dem Wohnwagen und mir so gut funktioniert hat, sind wir wieder beieinander. Aber diesmal im Sommer. Das entscheidende Bedeutungskriterium beim Biergarten ist die historische Bedeutung. Da haben wir verschiedene Ebenen. Der Biergarten hat erst einmal eine wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung, weil man an der Anlage des Biergartens bzw. des darunterliegenden Bierkellers sehr schön die Entwicklung der bayerischen Brau- und Biergeschichte nachvollziehen kann. Dann dieser rasante Aufschwung der Bierkeller im 19. Jahrhundert. Da wird auf einmal ganz Bayern voll mit Bierkellern. Zeigt wiederum sehr schön, wie überhaupt die Bier- und Brauindustrie in Bayern in dieser Zeit der Industrialisierung enorm wächst. Abgesehen von einer sozialgeschichtlichen Bedeutung. Der Städter entdeckt im 19. Jahrhundert die Natur als Ausflugsziel, findet den Biergarten und kann dort noch in der Idylle sein Bier unter dem Laubdach der Bäume, die den Schatten für die Bierkeller drunter spenden, genießen. Ja, genießen. Wir schauen uns heute denkmalgeschützte Biergärten in vier bayerischen Regierungsbezirken an. Unser erstes Ziel ist Forchheim in Oberfranken. Das Besondere hier in Forchheim ist nicht nur diese erfreuliche Dichte an wunderschönen Fachwerkhäusern, sondern auch die denkmalgeschützten Brauereien. Wir haben hier in Forchheim vier Brauereien und alle vier sind denkmalgeschützt. Das haben wir nicht oft in Bayern. Also 100% Denkmalschutz in Forchheim. Für uns Denkmalpfleger ein Dorado natürlich. Jetzt schauen Sie hier, gleich rechts kommt schon die erste Brauerei, Brauerei Eichhorn. Ein Traum von einem Fachwerkhaus unten sowie die Sandsteinfassade und der schöne Torbogen. Auch mit der sauberen Brauereigaststätte. Hinten wird Bier braut, vorn kann man es dann gleich verkosten. Also vorn Gaststätte und hinten Bier. Soll ich irgendwo hinpacken, dass man? Ja, wir haben ja noch andere Brauereien. Herr Dr. Gattinger, haben Sie es schön ausgesucht, muss ich jetzt einmal sagen. Nur, dass wir jetzt wissen, wenn wir einen Parkplatz haben, weil wir sind ja ein bisschen größer. Ein bisschen fahren wir noch weiter, weil jetzt kommen dann gleich hier rechts zwei weitere von diesen vier Brauereien. Daneben. Ah, da sehe ich schon. Das ist der erste. Ja. Und daneben dann der Hebentanz, auch natürlich ein sehr schönes Fachwerkgebäude. Hier, was mir besonders gut gefällt, auch die Tür, noch so eine schöne Gaststättentüre, wie sie es gehört. Sauber kassettiert und diamantiert, zweiflügelig und drüber halt dieser Fachwerkgiebel. Und wenn Sie schauen, alle wieder mit den Gaststätten im Erdgeschoss. Dass ich jetzt so einen Speichelsturz habe, woher kommt das? Ja, die Tür ist zu, weiß ich gar nicht. Ja. Wir
fahren aber trotzdem noch ein Stück weiter. Weg von die Brauereien. Ja, weil wir wollen ja Bier trinken. Ja, ja, genau. Das war eigentlich der Plan, dass wir in der Sendung einmal ein Bier trinken. Oberfranken ist schon mit die Bierregion in Bayern überhaupt, muss man sagen. Man denkt natürlich zunächst einmal an Bamberg, eine der zentralen Bier- und braukulturellen Städte in Bayern. Aber was in Oberfranken auch sehr faszinierend ist, ist dieser ungeheure Reichtum an kleinen und kleinsten Brauereien über das ganze Land verteilt. Und fast jede Brauerei hat wiederum ihren eigenen Bierkeller, ein bisschen außerhalb vom Ort dabei, wo man im Idealfall dann auch sehr schön sitzen kann und sein Bier genießen, direkt oberhalb der Lagerstätte, wie zum Beispiel der Kellerwald in Forchheim. Schauen wir rüber. Jetzt sind wir ja schon ein Stück rausgefahren aus Forchheim. Obwohl da die Brauereien sind, sind da die Biergärten. Ja, ja, da wird schon seit über 400 Jahren Bier gelagert. Und zwar in ganz vielen verschiedenen, stichartig in den Berg sich hinziehenden Kellern. Darum auch der Name. Und zu Hochzeiten 1722, weiß man genau, waren es 42 Bierkeller. Heute haben wir nur 23. Aber verschiedene Brauereien. Die Brauereien waren damals viel kleiner. Also praktisch jeder Wirt hat sein eigenes Bier braut. Und der Wirt hat dann sein eigenes Bier hier in seinem Felsenkeller gelagert. Und im Sommer hat er es dann auch gleich noch ausgeschenkt, im Garten. Und macht er ja heute auch noch, gell? Ja, bis heute. Hier kommt. Hallo. Grüß Gott. Wunderbar. Dankeschön. Ja. Wunderbar. Sehr zum Wohl. Also, Herr Schmidt. Herr Gattinger. Prost, ja. Prost. Oh, es gibt nichts Schönes. Kaum zu glauben, gell, dass ja? Früher Bayern eigentlich ein Weinland war. Bayern war ein Weinland. Bis ins 16. Jahrhundert hinein waren wir da gar nicht beim Bier da gesessen, jetzt, sondern beim Wein. Dieser Umschwung, den kann man jetzt sogar relativ genau feststellen. Das hat nämlich mit den Wittelsbachern zu tun. Die haben nämlich das Reinheitsgebot doch kennen Sie, 1516 erlassen, das dann für eine gleichbleibende Qualität des Bieres gesorgt hat. Dieses Gesetz war ausschlaggebend für den eklatanten Wandel in der bayerischen Getränkekultur. Und dadurch ist Bayern erst zu dem geworden, was es ja heute ist, das Land der Biertrinker. Also auf die Wittelsbacher. Auf die Wittelsbacher. Im Jahr 1792 schreibt ein Nürnberger Journalist, ein gewisser unüberwindlicher Hang zum Wohlleben, die Güte und Stärke des Bieres. Die Felsenkeller, welche eine halbe Stunde vor der Stadt in einer bezaubernden Gegend liegen, so dass dort ein ewiges Schmausen und Zechen herkömmlich ist, sind vielleicht die Hauptursachen des sich immer mehr vermindernden Wohlstandes der Bürger. Es war überhaupt sehr spannend in diesem 16. Jahrhundert. Also es war ja nicht nur dieses Reinheitsgebot, sondern da hat sich ja allgemein sehr viel getan, auch in der Braumethode. Bis dahin hat man ja das Bier, das ja dann auch immer wieder gesundheitsgefährdend war, auf die obergärige Brauart gebraut. Das heißt bei warmen Temperaturen. Und darum war ja die Gefahr so groß, dass es verderblich wird. Und damals ist man draufgekommen, dass man ja das Bier auch auf die untergärige Brauweise brauen kann, also bei kalten Temperaturen. Und dann wird es eben sehr viel besser. Dieses Bier war insofern ein bisschen weniger praktisch, weil man es ja nur hat im Winter brauen können. Und wann haben die Leute am Meer einen Durst? Im Sommer. Ach, ja, Schmidt. Ja. Ja, jetzt kommen quasi dann die Keller wieder ins Spiel, weil jetzt quasi, weil wir über den Sommer das Bier ja lagern müssen. Quasi. Richtig. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das sind einfache Kellerstollen. Man sieht eben diese Schleifspuren von den Kratzinstrumenten, wie sie halt den Stein da raus gekratzt haben aus dem Sandsteinfelsen. Man sieht dann nur die Lichtnischen, die haben ja keinen Strom, keine Taschenlampen oder was gehabt, Kerzen haben sie reingestellt. Und besonders wichtig, daran erkennt man eben auch den Bierkeller im Unterschied zum Kartoffelkeller. Es gibt so niedrige Steinbänke, wo man dann die Holzfasseln draufgestellt hat, damit die natürlich nicht so in der Letten unten umeinander stehen. Selbst der alte Boden ist noch da. Also der Keller schaut aus wie vor 400 Jahren. Das kann ich mir sogar irgendwie vorstellen. Bratwurst. Jawohl. Auch nicht verkehrt. Das war jetzt am Finger auch nicht schlecht. Und das Kellerbier dazu natürlich. Wunderbar.
got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. Ja, und kurz vorm ins Bett gehen haben der Herr Dr. Gattinger und ich noch ausgewartet, wer am nächsten Morgen Semmel holen muss. Der nächste Bäcker ist voll weit weg. In my mind I call you. Herr Gattinger, also Frühstück war übersichtlich, muss ich sagen. Ja, aber einer die zwei Semmeln, die ich geholt habe, nicht gelangt. Mei, wie viele unter Denkmalschutz stehende Biergärten gibt es denn eigentlich? Das kann man relativ genau sagen, weil in der bayerischen Denkmalliste sind 90 Biergärten verzeichnet. Wobei man einschränken muss, in ungefähr 30 Biergärten wird man noch bedient. Und die anderen 60? Ja, die sind leider schon aufgelassen. Die gehören zu Gasthäusern, die nicht mehr in Betrieb sind zum Beispiel. Aber stehen natürlich als bauliche Anlage mit historischem Wert trotzdem unter Denkmalschutz. Unsere zweite Brauerei mit Biergarten liegt in Zirndorf, Regierungsbezirk Mittelfranken. Ja, und auch da kennt sich natürlich der Herr Dr. Gattinger besonders gut aus. Schließlich hat er die ganzen Brauereien mit Biergärten in dem Buch Genuss mit Geschichte selber rausgesucht. Mittelfranken ist ja ähnlich wie Oberfranken sehr reich an Brauereien. Hier in Mittelfranken haben wir natürlich die drei großen Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen. Jede Stadt mit der eigenen reichen Brauvergangenheit. Und was eben in Mittelfranken ganz ähnlich wie in Oberfranken auch ist, die vielen kleinen Brauereien auf dem Land. Und als Besonderheit hier, es war ja zum großen Teil Gebiet der Markgrafen von Brandenburg. Das ist jetzt schon das ganze Areal, natürlich erkennbar von Weitem an dem Braukamin. Und gerade in diesen Großstädten wie Nürnberg, Fürth, die waren ja voll mit diesen Brauereikaminen als Wahrzeichen sozusagen der Biertradition. Die wissen Bescheid, dass wir kommen. Ja, schauen wir mal. Na, das ist doch was. Im Denkmal wird quasi noch gearbeitet. Ja, und das hier schon seit 350 Jahren. Das ist ja uns immer am allerliebsten, wenn ein Baudenkmal nach wie vor so genutzt wird. Das ist schon eindrucksvoll. Auch hier wieder die historische Bedeutung, gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist dieses ganze Ensemble, wie wir es hier haben, ein sehr schönes Beispiel für den Wiederaufbau nach dem 30-jährigen Krieg. Weil auch Zirndorf hier war, wie ja ganz viele Orte und Städte in Mittelfranken, durch den 30-jährigen Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Man hat dann aber gleich drauf wieder angefangen zum Aufbauen. Bauherr war der Markgraf selber, der Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach. Und da sind wir jetzt schon bei der zweiten historischen Bedeutungsebene. Dieses ganze Brauwesen ist nämlich ein wunderbares Beispiel für die Entwicklung des landesherrlichen Brauwesens in Bayern, das seinen Anfang genommen hat bei uns in München mit dem Kurfürst Maximilian I., der um 1600 auf die sinnvolle Idee gekommen ist, das Weißbierbrauwesen zu monopolisieren. Das heißt, im ganzen Land hat außer ihm selber kein Mensch Weißbier brauen dürfen. Ja, das Weißbiermonopol. Dem hat der Gattinger seinen Doktor zu Dr. Gattinger zu verdanken, weil er darüber eine Arbeit verfasst hat. Also, wollen wir ins Detail gehen? Servus, Herr Gattinger. Schön, dass Sie da sind. Ich komme gleich runter. Herr Butz, grüß Gott. Kann ich da stehen bleiben? Ja, alles gut, kein Problem. Also wenn der das sagt, dann passt das schon. Der ist nämlich der Bräuverwalter hier von Zirndorf und wohnt nach wie vor im Bräuverwalterhaus, das ihm vor 350 Jahren hingestellt haben. Wir sind jetzt hier im Maschinenhaus, schon lange nicht mehr in Betrieb, ist heute historischer Bestand. Wurde in den 60er Jahren das letzte Mal ernsthaft ausgebaut und angepasst, das Ganze. Ne? Aber sehr schön, auch hier der historische Boden, die farbig gefassten Fliesen mit dem geometrisierenden Ornament, wunderbar. Gefällt dir wieder? Ja. Und wir gehen jetzt rüber zum Pferdestallungen, sind original erhalten. Yeah, start crafting flesh.
Hier standen unsere Pferde damals für die Bierführer, die sind natürlich das Bier in Fässern mit altem Holzfuhrwerk ausgefahren haben. Es waren vier Rösser und nebenan konnte man noch mal zwei Pferde unterstellen. Dafür, dass das ein einfacher Stall war, ist das ein schöner Raum mit dem böhmischen Gewölbe, Stützpfeiler, sauber abgefasst. Hat ein Gesicht. Lohnt sich, dass man es aufhebt, oder? Ja. Weizenschalander, also aus dem 18. Jahrhundert, barocker Sandsteinbau. Schauen wir mal rein. Ja. Bitte. Gern. Das war mal die Vesperstube für die Mitarbeiter, die hier dann ihr Frühstück oder Mittagessen eingenommen haben. Schön, oder? Ja, Fischgrätenparkett, ja. Halbhohe Wandvertäfelung, umlaufende Sitzbank aus Holz und die Wandgemälde, die sind natürlich besonders schön. 1939, unverfängliche Brauereiszenen. Fast neidisch auf Ihr Gefährt hier. Ehrlich? Ja, schick. Also, hat irgendwas, ne? Ja. Also geht mir genauso, aber ja. Ist auch nicht schlecht. Haben Sie das Sandsteinrelief? Ja, Sie wollten mit? Bestimmt gerade was sagen. Ich merke ja, wie sich einer druckt. Die Tür haben Sie natürlich auch gesehen. Ja, ich habe alles gesehen. Wunderschöne Biedermeier-Tür. Toll. Ja, ja. Machst du schon. Gut, ja. Bitteschön. Na, bitte. Also. Hier ist unser Sudhaus, das Herzstück der Brauerei. Herr Schmidt, sehen wir jetzt sehr schön dieses barocke Sudhaus in seiner Grundstruktur des 18. Jahrhunderts. Zweischiffige Sudhalle mit schönen Stützpfeilern aus Sandstein hier. Kappengewölbe und man sieht, wie stabil auch und wie vorausschauend die gebaut haben, weil dieses Sudhaus kann man heute, 250 Jahre später, immer noch hernehmen zum Bierbrauen. Sie brauen hier quasi ein Bier? Wir brauen hier zwei Biersorten, im Wesentlichen zwei, etwas Weiß noch, im Wesentlichen zwei. Ein helles und ein Kellerbier. Wir haben etwa 5,2% Alkohol, ein Stammbier zu so mit etwa 11,5-12% Volumen. Und was noch wichtig ist, was die Bekömmlichkeit eigentlich ausmacht für so ein Bier als Landbier, ist natürlich die Frage, wie viel Kohlensäure ist gebunden im Bier. Und da sind wir relativ verhalten. Also wir haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Alkohol und CO2 und gleichzeitig die Malzigkeit, die Stärke im Bier, das Volumen, was es ausdrückt. Prost, meine Herren. Prost, meine Herren. Prost. Hallo, servus. Habe ich die Rechte schon zweimal, oder? Schöpfle. Zu trinken wissen Sie auch schon? Ja. Ja, dann muss ja. Und? Gängers? Ich geh nicht und ich fahr nicht. Hobby. So. Habt ihr ein Kellerbier, sowas? Alles gut, drüben. Ja. Und für Sie, Herr Doktor, alkoholfreies? Nein, also wenn, dann gleich ein Wasser. Wasser? Ja, Wasser ist schön. Vielleicht mit so einer Zitrone drin. Hä? Herr Schmidt, es ist so schön hier. Ja. Schauen Sie, kein einziges Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht. Egal, wo ich hinschaue. Ja. Einmal rundum, ein Traum. Also Herr Schmidt, ich wollte immer schon mal den alten OP fahren. Der freut sich ja wirklich schon sehr drauf. Sind Sie ein ängstlicher Beifahrer? Die Oberpfalz ist ja bekannt vor allem fürs Kommunbrauwesen. Das sich dort ja schon ab dem 15. Jahrhundert entwickelt und bis heute in erfreulicher Dichte erhalten hat. Also quer durch die ganze Oberpfalz findet man überall diese kleinen Kommunbrauhäuser, die pfundiges Bier machen. Aber auch als Besonderheit die Stadt Regensburg, die also historisch gesehen zeitweise vier verschiedene Brauherren gehabt hat. Zum einen den Landesherrn mit einem eigenen Weißbierbrauwesen im Stadtamt Hof drüben, dann den Bischof, dann die Stadt Regensburg selber als Reichsstadt und Besonderheit von Regensburg die Spitalbrauerei, also das alte Katharinenspital, das sich zur Versorgung seiner Bewohner eine eigene Brauerei hat geleistet. Herr Schmidt, Sie wiederholen. Ja, unsere dritte denkmalgeschützte Brauerei mit Biergarten liegt in Regensburg, also Oberpfalz. Gute 1,5 Stunden Fahrt. Herr Schmidt, wir waren da. Herr Schmidt, die Spitalbrauerei Regensburg, die älteste nachweislich noch existierende Brauerei in Bayern. Da wird seit 1230, seit fast 800 Jahren, jeden Tag Bier braut. Und? Ihr fahrt sie wirklich noch schön, der Kadett. Wunderbares Auto. Ja, nein,
was wir jetzt haben wir jetzt? Was haben wir Ach so, jetzt? Ja, wir treffen jetzt einen Spitalmeister. An Herrn Lindner. Wir sind jetzt in der Fasselabfüllanlage, da füllen wir unsere Keckfasseln für die Gastronomie. Das ist das, wo in die Wirtschaften verkauft wird. Jetzt haben wir Herr Schmidt, schon diese romanische Böse. Macht ja nichts, oder? Wenn das wir sind nicht zum Arbeiten da. Nichts passiert. Okay. Da haben wir jetzt schon diese großartige Bogenarchitektur des hohen Mittelalters. Hier die Rundbögen der Romanik. Da wird gesehen der Spitzbogen, der schon die Gotik ankündigt. Alles aus sauber behauenen Sandsteinquadern, fast perfekt zusammengefügt, wunderbar. Man beugt sich vor der Geschichte. Man beugt sich vor der Geschichte, wunderbar. Das wird ja immer besser. Ja, ja, ich weiß schon, das Kreuzgewölbe, das ist wahrscheinlich hochmittelalterlich romanisch, da ist vom 13. Jahrhundert. Das sind schön behauene Sandsteinquader, da leicht abgefasst, damit man sich den Kopf nicht anhaut. Ist eh klar. Gell? Geht's da weiter? Wir gehen jetzt im Drucktankkeller. Jawohl. Da wo unser fertiges Bier eingelagert ist. Wir brauchen im Jahr ca. 17.500 Hektoliter Bier. Das einzige Regensburger Bio-Bier, ein Kraftbier haben wir und natürlich unser helles Pilz-Weißbier. Alles, was das Herz des Regensburgers begehrt. Und wenn man so sieht, keine halbe mehr, oder? Weil so wie das da reinpasst in das Denkmal, beeindruckend. Ist Maßarbeit, also ist erst herin zusammengeschweißt worden. Und das ist denkmalpflegerisch natürlich vorbildlich, auf einen Zentimeter genau. Und man kann alles machen, wenn man nur will, auch mit Denkmalschutz. Spitalmeister, was ist das? Ja, das ist sowas wie der Chef von der ganzen Stiftung. Und das gibt es im Katharinenspital eben durchgängig seit 1226. Ich bin jetzt der 124. Sauber. Ah ja, Spitalbrauerei. Verkauft. Das ist jetzt quasi. Das ist jetzt der Getränkeabholmarkt. Die Barockzeit hat natürlich auch eine tolle Architektur entwickelt. Wir sind jetzt hier im 18. Jahrhundert. Das war ja ein einfacher Stall, wenn man sich das überlegt. Mit dem schönen Gratgewölbe, schöne Säulen, hier so oktogonal ausgebildet. Wunderbar. So ein Getränkemarkt. Wünscht man sich doch, oder? Ja. Guten Appetit. Allerseits, ja. Danke. Lassen wir es uns schmecken. Das ist ja so, dass man damals, wie man das Altenheim gegründet hat, gesagt hat, wir würden auch gern was Gutes trinken. Und eigentlich war das ja damals das sauberste Getränkebier, weil ein Bier ist ja im Sudhaus gekocht worden, das heißt frei von Bakterien. Und man hat halt festgestellt, wenn man ein Bier trinkt, bleibt man gesund. Wenn man Wasser aus der Donau trinkt, wird man krank. Ist das immer nur so, dass die dann Trinker? Wer bei uns bewohnt im Altenheim ist, hat aktuell kriegt er 3,5 Bier pro Woche, weil das natürlich uns schon auch wichtig ist, dass man schon sagt, die Heimbewohner sind bei uns die Nummer eins und das andere ist Beiwerk. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl, Herr Spitalmeister. Prost. Zum Wohl. Auf die Traditionen. Jawohl. Herr Schmidt, ist Ihnen ja schon aufgefallen, wie wunderbar sich der Biergarten hier einfügt in dieses historische Gesamtensemble. Diese mittelalterlichen Grundmauern mit den romanischen Bögen und davor auch relativ elegant diese Bogenhalle des 19. Jahrhunderts mit den Holzposten, profiliert sogar. Ein Biergarten, wie man sich wünscht. Ja, und schon sind wir wieder beim Backen. Diesmal ging es darum, wer das nächste Bier holt. Ja, mei, tut mir leid, einer muss ja jetzt gehen. Darf ich schon wieder bis da hinterlatschen? Bin doch schon genug gegangen heute. Ja, dann geh halt. Ja. Gut. Gut. Aber jetzt spielen wir nur mal eins aus. Geschichte kann er ja, der Herr Dr. Gattinger. Aber warten, mei, vielleicht lernt er es ja noch. Auf jeden Fall haben wir am nächsten Morgen Regensburg verlassen. Da sind wir dann weitergefahren, quasi heimgefahren, nach München. Da hat nämlich der Herr Doktor seine Behörde und ich, ja, also mein Sender. Und der ist ja auch noch direkt neben dem Biergarten, wo wir jetzt sind. Wo
Oberbayern, das Land der Klosterbrauereien. Man denke nur an Weinstephan. In Freising gilt er gemeinhin als die Wiege der Braukunst in Bayern. Dann haben wir ja auch die immer noch bierbrauenden Klöster wie Andex zum Beispiel, Baumburg, Ettal. Ja, selbst in München haben wir ja neben diesen großen Industriebrauereien, die für den Weltexport brauen, haben wir ja noch eine relativ kleine Brauerei, die sich auch auf klösterliche Wurzeln beruft, die Augustinerbrauerei. Und in den einen Biergarten, da fahren wir jetzt hin. Schauen's, Herr Schmidt, das fängt ja schon so schön an, da im Augustinerkeller mit der Fassade der ehemaligen Fasslagerhalle. Der ganze Keller hier als Augustinerkeller, den gibt es ja schon seit ungefähr 1805, 8 rum, so genau weiß man es gar nicht. Dann ist er immer wieder umgebaut worden. Und die letzte Veränderung war 1931, relativ jung. Aber man sieht schon unten an diesem Erker zum Beispiel, wie malerisch der dazugekommen ist, so der Fassade. Wir haben noch die Rundbögen, die Stichbogenfenster, kleinteilig sprossiert. Dann die Rahmen, wenn Sie einer anschauen, sauber profiliert. Und in der Mitte mit dem Scheitelstein. Und das haben wir die ganze Fassade durch. Und dann da oben sieht man jetzt doch schon die Zeit, so späte 20er Jahre. Die Lisenen kräftig ausgebildet und nicht mehr ganz durchgezogen. Das gehört dazu, dass der Biergarten auch. Wenn wir schon mal da sind, schauen wir uns alles so. Ja, ja. Was hier denkmalgeschützt ist. So machen wir es. Aber sehr schön, Herr Gattinger. Ja. Sehr schön. Ja, gefällt mir. Was dann doch erstaunlich ist, gell, dass hier 133 Stammtische daheim sind. Wir sind der Damenstammtisch der Telekom. Wir sind ein bekannter Stammtisch, gegründet 1964. Wir sind teilweise seit Jahrzehnten schon da und jeder hat seinen eigenen Tisch. Wir sind ein Polizeistammtisch, gegründet 2013. Die treffen sich einmal im Jahr, halt im Frühling, wenn es dann losgeht, bringen ihren eigenen Tisch mit. 58, 59, 60! Wir sind der Sechsterstammtisch! Wann ist eigentlich ein Biergarten ein Biergarten? Nur wo unten der Bierkeller ist und drüben die Kastanien und die Ausschankfläche für das Bier, das drunten gelagert wird, dann kann man von einem echten Biergarten reden. Alles andere sind Schanigärten, Gastgärten, Wirtsgärten, aber keine Biergärten. Wenn wir fertig sind, spulen wir. Toi, 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 alles Gute, Herr Gattinger. Oh, sag ich auch, 10? 8, bitte. Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer.